Willkommen zurück zu GTA 4, Leute. Ich bin der Peter. Hallo, willkommen. Und wir machen jetzt weiter mit GTA 4 hier. I take. Habt ihr alle verstanden jetzt, ne? Ich dachte mir, ich fange dieses Video mal ganz ruhig an. Man muss ja nicht immer so hetzen. You okay, Ken? Ja, ja. I'm okay. I'm sorry about your brother. Me and Francis were never exactly... Ach ja, stimmt. Der konnte ja gar nicht auf der Beerdigung sein. Der wurde ja ein wenig inhaftiert. How are you? In here. Fine. Time of my life. Goddamn time of my life. What you up for? A lot of things. Racketeer and armed robbery. Bunch of shit I never did because I was always a well-behaved family man who occasionally liked to drink, but nothing more. Of course. Like us all. Like us all. Genau. Wir sind doch alle ganz friedliche Menschen hier. Stop with the drink. Put it down. Stop hanging out with the wrong sort. Can you help me do that? It is a final chance at redemption. Look, whatever you want, I will do my best to help. Good. Give Packy a call. He'll explain what, I need guidance with the most. The areas where I have strayed furthest from the path. See ya. Alles klar. Mission am Nehmen im Knast. Das ist doch mal schön. Halt mal an, ich könnte gleich ein Auto brauchen, denke ich. Your brother told me to call you. Jerry wants us to kidnap old man Ancelotti's daughter. Some fake tan. Ancelotti, das ist doch die Mafia-Familie. Oh, jetzt dürfen wir auch noch die Tochter von den Mafiosis klauen hier. Get online, organize a viewing and snatch that bitch. When you got her, bring her to a place we got on an alleyway off Sacramento. I can do that. You can do anything, Nico. Don't let her on that you're kidnapping her near her place, so. Na. Toll, danke. It's a real mobbed up area and they'll come down on you. Halt die Klappe und leg auf, ich brauche ein Taxi. Ich will doch. Oder ich nehme das Auto hier. Würdest du mal bitte weiterfahren? Ich kann mir ja inzwischen mal hier den nächsten Laden markieren. Nämlich diesen da. Der ist doch schön. So. Und jetzt gibst du mir bitte augenblicklich deinen Wagen. Klauen wir hier mal einfach direkt vorm Knast. Blödes Taxi. Wenn man die Taxis nicht braucht, sind sie da. Aber wenn man mal wirklich auf eins angewiesen ist, dann kommen die Schweine nicht. Nee, nee. Ich sehe auch gerade, dass ich wenig Leben habe. So, und da rufen wir uns heute mal, machen wir heute mal was Neues. Heute rufen wir uns mal den Krankenwagen her. Ich würd nämlich, mich würde mal interessieren, wie viel das so im Schnitt kostet, wenn ich mich verarzten lasse. Polizei, Krankenwagen. Dreckloch? Tudor. We'll send a basically trained paramedic as soon as we can, sir. Don't move and please have your insurance documentation or credit card ready. Alles klar. Versicherungsunterlage habe ich nicht. Ich bin ein wenig illegal hier, denke ich. So, dann wollen wir doch mal sehen. Du hast gerade meinen Arzt angefahren. Ich hasse dich. Eine Behandlung kostet 800. Verschrecke den Sanitäter, wenn du nicht behandelt werden willst. Boah, $800 nur für Heilung. Na gut, dieses eine Mal machen wir es mal. Aber auf Dauer ist mir das echt zu teuer. Also wirklich nur im Notfall den Krankenwagen benutzen. Ich meine, wir haben ja genug Geld, aber trotzdem, man muss es ja nicht so rauskloppen hier. Entschuldigung. Sirene angemacht. Neuer Notfall direkt vor mir. Boah, oh ja, da habe ich jetzt Lust drauf. Wow. Na gut, das hat jetzt mehr oder weniger nicht geklappt. Wie es sollte. Was soll's. Yeah, Abkürzungen. Können wir hier noch mehr stylische Abkürzungen nehmen? Ich bin jetzt so Abkürzungshai. Ah, Hilfe. Weg. Ja gut, konzentrieren wir uns einfach mal wieder darauf, normal zu fahren. Ich weiß, das sah jetzt gerade nicht danach aus, als ob ich normal fahren wollte. Hey, Waffenladen, das trifft sich gut. Ich habe ja ein wenig Munitionsprobleme gerade bei den Schnellfeuerwaffen.
könnte man mal ein bisschen aufrüsten. Jetzt können wir doch bestimmt auch diese Knarre hier kaufen, ne? Ja, endlich ordentliche Patronen. Ach, brauche ich gar nicht. Hier brauchen wir Munition für... Dann haben wir dies als Waffe. Ja, da kaufen wir hier nochmal Munition für. Hier nochmal. Kugelsichere Weste. Kugelsichere Weste wollte ich. So, und jetzt noch zu dem schönen Maschinengewehr hier rüber. So, muss reichen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir für diese Mission jetzt überhaupt Waffen brauchen. Ich denke mal eher nicht. So. Wir müssen ja auch erstmal nur zum Internetcafé und... Ich denke mal, die Alte anschreiben und sagen, hier, Mensch, ich will das Auto kaufen. Wie sieht's aus? Wollen wir uns treffen? Testfahrt und so. Und dann holen wir sie uns mit Gewalt. Hallo. So, wo sind wir? Wir sind da. Webbe, wir nennen mehr Jackdicker. Lotteriemanager Mike. Sehr geehrter Herr Frau. Vielen Dank, dass Sie das Bestätigungsformular ausgefüllt und übermittelt haben. Sie sind der große Gewinner bei Mega Rubbellos Lotto. Ja, ja. Wer es glaubt, wird selig. Immer dieses Spam-Mails. So, ich würde sagen, hier ist ein Auto drauf, also müssen wir da hin. Autos ansehen. Such den pinken Pfälzer. Okay, ich interessiere mich für ein pinkes Auto. Hier, zack. Warum auch nicht? Rufen wir halt ein pinkes Auto an. Mafia-Tochter. Das ist aber ein schöner Name. Uhr. Okay, da können wir jetzt erstmal auch nichts weiter machen. Außer unser Auto reparieren lassen, dann vergeht die Zeit was schneller. Und wir sind ja auch hier gerade ganz in der Nähe. Was ein Zufall. Dararam, 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 dam, dam. Und jetzt mit Elan in die Kurve. Respekt, die Wendung hat mal gar nichts gebracht. Wir sind exakt in der Position, in der wir angefangen haben. Okay, warum auch nicht. Ist ja gut. UL Paper, was will der schon wieder? So I hear you found a big bad monster you were after. Bernie Crane, the Muscle Mary? Come on. Fuck you. You think I would have fingered him in a second if he was your guy? You could have told me he was here. I'm helping you find the man you're after. I'm not some reunite old boyfriend service. Look, I was in the army. I know it gets low. I know what it feels like to get close to a man. I'm sure you do, but you said you'd help me. I've already helped you. Was soll denn ist das? Wait for me to be in touch. Er kommt ja einfach an. Okay, also wir haben noch Hilfe bei der Suche des anderen Idioten, den wir killen wollen. Der Verräter aus früheren Tagen. So, wie spät haben wir es denn nun hier? Na komm, wir fahren nochmal rein, damit wir... Zeit rumkriegen hier. Axels. Schöne Farbe, sagt's. Ja, sieht wirklich schön aus. So, jetzt aber Mafia-Tochter hier. Ich will das Auto kaufen. So, betriff dich mit Crazy Ancelotti bei ihrem Haus. Und was ein Zufall, das ist direkt hier hinten, nice. Boah, pinkes Auto. Oh Mann. Ja, das bin ich. My family's from Italia, you know, somewhere in the south. Why don't you drive towards the south coast? We can enjoy the day.
Mach mit dem Wagen eine Probefahrt zur Küste. Tja, kannst du mal sehen. You don't meet guys like you in the city no more. All the good men are gone, is what my dad says. Your dad sounds real old school. You and him close? Nah, not really. He's great and all. It's just I don't like his tough guy friends. I only hang out with gay guys, you know? At least they won't try and get you. You fucking retard! Entschuldigung? Not that I don't like guys trying to get in my pants. I appreciate fun as much as the next girl. Maybe even more than the next girl. You having fun at the moment? Maybe too much fun. Call me Gracie, by the way. Okay. Gracie? Wieso fahren wir eigentlich schon wieder hier in Richtung Gefängnis? Es wird Zeit, die Entführung anzugehen. Bring Gracie zum Versteck. Alles klar. How's it going then, sweetie? All right. But what I'm here for hasn't really started yet. You've been test driving for a while, so I can only guess that you're interested in something Jesus other than the car. I am. I'm here to kidnap you, Gracie. I don't want to hurt you, so remain fucking calm. Fuck you! That's it, fuckwit! I'm calling Daddy, and he ain't alles klar. You, that's for sure. Oh, das war das ja nie. You're coming with me. Also Nico geht ja ran, ich hätte ja gar nicht gesagt, dass wir die entführen. Ich wäre einfach da hingefahren und fertig. Ah, Hilfe, was macht denn die? Da, Alter, lass das, du blöde Kuh. Ich versuche hier zu fahren, willst du uns beide umbringen? Da! Du machst dein ganzes Auto kaputt. Mensch, Schnecke. Schneckchen, Fräulein hier, was soll das? Ich komme hier ja nicht mal hoch mit der Alten. Da! Du bleibst schön hier drin. Sitzen wir hier im Gegenverkehr, schönen Dank. Da! Das war jetzt aber nicht nett von dir, Gracie. Das war jetzt gar nicht nett. Und du bist ein wenig bewusstlos. Werd das Warnungslevel los. Können wir machen. Jetzt können wir auch endlich wieder in Ruhe fahren. Wer ruft denn da an? Little Jacob, sieh mal einen an. Jacob, I've got a girl with me and I don't think it would be appropriate. But let's speak soon though, huh? Ja, ist gerade echt ein bisschen schlecht, Jacob. Das sehe ich da ganz genauso. Ich glaube nicht, dass die mit reinkommen wird und sagen würde, ja klar, komm, wir machen uns einen schönen Abend. Wir streiten uns später wieder drum, ob wir nur entführen oder nicht. Können wir alles später bereden mit Kontra- und Pro-Argumenten. So, jetzt warten wir hier einfach mal. Okay. Aber himmlisch, diese Ruhe. So gefällt sie mir. Sie ist ganz ruhig, sagt keinen Ton. Aber das Auto, damit kann man sich doch echt nicht blicken lassen. Das ist ja pinkes Auto. Ne. Muss nicht sein. Tut mir leid, muss nicht sein. Bring das Mädchen ins Versteck. So, ich wäre dann da. There he is. Stevie, dump the car. I'll take this piece of ass. Guys, the beach better be worth the trouble. The pal's got some serious cash. And he pissed off Gerald. That's reason enough for me. Well, they better pay quick. I hate to think of the fight she'll put up if you try to cut her fingers off. Ach so, jetzt klaut der auch noch das Auto hier. Mann, wo ist denn eigentlich das nächste Versteck? Ich würde nämlich sagen, ach, das ist gar nicht so weit weg. Wir fahren jetzt mal Richtung daheim. Oh, war das jetzt eine gute Idee? Au. Naja, mehr oder weniger. Roadrunner. Uns kann nichts aufhalten, nicht mal diese Mauer.
Ja gut, Gebäude können uns aufhalten, vor allem wenn man an ihnen nicht vorbeikommt. Wir brauchen nicht mal ein Auto, wir rennen hier einfach gerade durch, oder wie? Boah, Nico, bisschen außer Atem hier. Komm, wir lassen die mal einen Moment entspannen. Gehen mal was langsamer. Und jetzt wieder Volldampf. Naja, Volldampf ist ein bisschen übertrieben. Unbekannte Anrufe. This is a voice from your past, Nico. Can you guess who it is? Florian? That's not my name. Bernie, what can I do for you? I need you to come around to my place, Nico. Please, come soon. Alles klar, aber ankrapschen gibt's nicht, mein Junge. Ich bin hetero. Nicht anfahren. Nicht anfahren. Muss man immer dazu sagen. Man weiß ja nie, was die Bevölkerung hier denkt. Wenn die so denken wie ich, würden die nämlich eiskalt weiterfahren. Weil warum sollte ich mitten auf die Straße rennen, wenn ich nicht Lust verspüre, angefahren zu werden? So, und jetzt hier, zack. Oh Gott, ist das tief. Autsch. Aber wir sind da. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Au, macht's gut.